Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Donnerstag, den 11. Mai. Mit einer Charmoffensive wollte der Nienburger Stadtrat Kinoinvestor Holger Glandorf den Innenstadtstandort schmackhaft machen. Doch der hält sich noch die Alternative am Kreher Weg offen. Bis Ende Mai soll die Entscheidung fallen. Der Hake vorliegende Pläne zeigen, dass das Kino mindestens 6 Säle bekommen wird. Berufsschullehrer Peter Bayer aus Nienburg nimmt zurzeit am Truppenpraktikum der Bundeswehr in Langdamm teil. Er ist einer von rund 30 zivilen Teilnehmern, allesamt Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Die Bundeswehr will mit solchen Veranstaltungen nach eigenen Angaben auf die Menschen zugehen und Werbung für sich machen. Im Landkreis Nienburg gibt es ein neues Projekt, das sich an Frauen und auch Männer wendet, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Renate Bunke von der Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt und Johannes Wohlfahrt vom Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes bieten eine Paarberatung bei häuslicher Gewalt an. Vor einem ausverkauften Nienburger Theatersaal mit über 600 Gästen sang und erzählte Kabarettist Rüdiger Hoffmann jetzt aus seinem neuen Programm »Ich hab's doch nur gut gemeint«. Begeistert waren auch die Gewinner in der Hake Leserloge. Beim Perspektivworkshop hatten die Bürger aus dem Flecken Steierberg das letzte Mal Gelegenheit, ihre Ideen in die Sportentwicklungsplanung einzubringen. Jetzt heißt es, warten auf den Abschlussbericht der Experten. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Donnerstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.